Wenige Schwergewichte wie Apple und Amazon stützen den Markt und kaschieren die Schwäche des Gesamtmarktes. Gestern ein ausgesprochener Move in defensive Sektoren. Wir haben gesehen, dass die Renditen für Staatsanleihen massiv gefallen sind. Der Dollar stark. Wir sehen den Yen als sicheren Hafen stark. Wir sehen, dass Sektoren stark sind, die normalerweise in einer boomenden Wirtschaft nicht so stark sein sollten. Jedenfalls, was können wir aus dieser Situation wohl lernen? Es geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht, und das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Zunächst mal die US-Indizes, Dow Jones. Es hat sich dann ein bisschen wieder aufgerappelt, nur noch minus 0,6%, der S&P sogar nur leicht minus 0,2% und Nasdaq, wie auch Nasdaq 100, ist sogar positiv. Der VIX, voilà, plus 9% und die Small Caps haben ihre Verluste eingegrenzt auf 1,5%. Etwa schauen wir uns mal die Sektoren an, die gestern gut gelaufen sind. Defensive Sektoren, Real Estate, also Immobilien, Utilities, Versorger, dann Technology und unten eben Energy, Energie, Financials, Materials, Industrials, also alles diese Sektoren, die normalerweise gut laufen müssten, wenn man von einer boomenden Wirtschaft ausgeht. Und gestern haben die Märkte offenkundig voll eingepreist, dass diese boomende Wirtschaft nicht mehr kommt, sondern dass der Boom eigentlich schon hinter uns liegt. Anders ist diese Bewegung zumindest nicht zu erklären. Gut, vielleicht ist heute wieder alles anders. Die Märkte switchen ja, rotieren ja von einer Geschichte in die andere. Dann rotiert man wieder zurück und vielleicht ist eben auch dieses Motiv, dass der Boom vorbei ist, nach schwachen Daten gestern wieder etwa vom ISM-Index Dienstleistung. Vielleicht ist das auch nur temporär, wir wissen es nicht, aber jedenfalls ist der Zweifel doch ziemlich greifbar, wie wir an der gestrigen Kursentwicklung sehen. Und wie schwach der Gesamtmarkt ist, das sehen wir beispielhaft am Nasdaq Composite. Hier Sentiment Trader hat beobachtet, dass eben dieser Index praktisch 1080 Mal seit 1984 auf einem 52-Wochen-Hoch geschlossen hat, also höchster Stand eines Jahres. An diesen Tagen haben normalerweise durchschnittlich 50% der Aktien sind gestiegen. Gestern sind nur 31% gestiegen. Das ist der niedrigste Anteil, den es je gab in diesen 1080 Tagen. Das verdeutlicht vielleicht so ein bisschen die Schwäche, und FX Macro weist darauf hin, ja, wir haben Dollarstärke, wir haben die Flucht in die sicheren Häfen wie Staatsanleihen, wie bestimmte Risk-Off-Währungen wie den Yen. Das könnte gefährlich sein. Immer weniger Aktien müssen den Gesamtmarkt über Wasser halten. Hier nochmal zum Nasdaq Composite. Die Anzahl der Aktien, die über dem 10, 50er oder 200-Tages-Durchschnitt sind, sehen Sie hier ganz links, den 6. Juli. Das ist so eigentlich noch nie da gewesen. Also es ist letztendlich eine Story der wenigen. Es sind diese Erfolgsstories aller Amazon gestern, die ja diesen Regierungsauftrag bekommen hat in Sachen Cloud aus Washington, das hat die Aktie fast 5% nach oben gebracht, neues Allzeithoch 3620. Oben sehen wir den Nasdaq Golden Dragon China Index, da sind also die chinesischen Tech-Werte, die an der Nasdaq notiert sind, drin, und da schaut es überhaupt nicht gut aus. China zerschießt offenkundig jetzt seine Tech-Industrie, zumindest will man die Kontrolle behalten und dämmt deswegen Firmen wie Didi, wie Tencent massiv ein. Gestern Didi, dieser Carsharing-Service, um 20% um und bei an der Nasdaq gefallen. Damit ist die Investment-Story in chinesische Tech-Konzerne für Ausländer im Grunde gelaufen. Die Risiken sind schlichtweg zu hoch. Das wird sozusagen China noch sehr, sehr wehtun. Es ist eine Entscheidung zwischen Kontrolle und Wachstum, und China, Peking, die Machthaber Xi Jinping, die haben sich für die Kontrolle entschieden. Nicht zum Vorteil der chinesischen Wirtschaft, dürfte man meinen. Schauen, kommen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten gestern. Growth gegen Value. Hier sehen wir, wie zunächst mal vor allem Value stark unter Druck gekommen ist. Dann auch mal ein bisschen Growth, aber dann die Erholung. Auf jeden Fall gestern wieder ein Tag für Wachstumswerte, die ja normalerweise in einer Deflation gut laufen. Also praktisch diese Reopening-Boom-Story, die scheint immer mehr in Frage gestellt. Gestern auch Rohstoffe massiv unter Druck, nicht nur Öl, das gestern ja zunächst auf ein neues hochgestiegen ist seit 2018 und dann von diesem Hoch etwa 6% gefallen ist, sondern auch andere Rohstoffe wie etwa Corn, Soybeans, Wheat, Oats, alles 4-7% im Minus gestern durch die Bank. Also das war wirklich ein Risk-Off, ein Anti-Inflations-Trade, der gestern da stattgefunden hat. Die Frage ist das wirklich der Trend jetzt, weil man an der
Boom-Story zweifelt? Oder ist das mal wieder nur eine Gewinnmitnahme? Ist das nur mal eine technische Gegenbewegung? Das ist die spannende Frage. Jedenfalls, wer dennoch auf diese Inflationskarte setzt, wie Joe Weisenthal, der kann wahrscheinlich sehr viel Geld machen. Wir sehen oben die 5-Year-Break-Evens, also die Inflationserwartungen. Ja, so doll sind die nicht zurückgekommen, aber gestern sind eben die US-Staatsanleihenrenditen, etwa hier sichtbar im unteren Chart, bei der 10-jährigen Staatsanleihe ziemlich deutlich unter Druck gekommen, auf 1,35% gefallen. Das bei einer Verbraucherpreisinflation von 5%, hups, da ist eine kleine Differenz, also entweder muss die Inflation runter oder die Renditen müssten rauf, könnte man vermuten. Die Fed zum Beispiel, die ja heute 20 Uhr in ihrem Fed-Protokoll nochmal so ein bisschen, naja, im Ansatz durchblicken lässt, was da so gelaufen ist auf der letzten Fed-Sitzung, die ja sehr hawkisch ausgefallen war mit den Dotplots, wo 7 Mitglieder schon eine Zinsanhebung in 2022 signalisiert hatten, die Märkte damals heruntergekommen, dann Auftritt von Jerome Powell und anderen, die gesagt haben, nehmt das alles nicht ernst, die Dotplots sind eh für die Katz, wir machen nichts, was euch wehtun wird, daraufhin die Aktienmärkte wieder nach oben. Jedenfalls hatte die Fed vor einem Jahr prognostiziert, dass die Verbraucherpreise PCE, also Personal Consumption Expenditure, zwischen 1,4 und 1,7% liegen würde. Jetzt sieht sie diese Inflation PCE bei 3,1 bis 3,5% und liegt wahrscheinlich damit immer noch viel zu niedrig. Denn es wird wahrscheinlich einige inflationäre Aspekte geben, die vorübergehend sind, klar, aber es wird einige geben, die nicht vorübergehend sind. Vorübergehend sind so Geschichten wahrscheinlich für Lieferengpässe, obwohl wir jetzt sehen, dass sich das wahrscheinlich deutlich in 2022 reinziehen wird. Nicht vorübergehend sind Mietsteigerungen, die dann in die Inflationsberechnung mit einberechnet werden. Hier sehen wir mal, wie stark hier die Mieten gestiegen sind in den USA. Das wird sozusagen ein Faktor sein, der lange inflationstreibend sein wird, der allein dieser Faktor ist ein sehr, sehr wichtiger, weil er knapp 40% des CPI, also des Verbraucherpreisindexes, ausmacht. Also da gibt es schon einige Faktoren, die eben nicht so einfach abklingen werden. Und die Frage ist, wie arrangieren sich die Märkte damit? Ja, einiges wird wahrscheinlich abklingen in Sachen Inflation, aber wie viel? Schauen wir uns zunächst aber nochmal an, wie jetzt die Investoren positioniert sind. Es ist ja nicht so, dass diese Rallye ohne Beteiligung verläuft, was die Investitionsquote betrifft. Zwar waren die Volumina zuletzt sehr, sehr dünn, aber es sind eben alle schon drin. Merrill Lynch zeigt hier, dass die Equity Allocations seiner Privatkunden auf einem Allzeithoch liegt mit 64,8% und man ist vorwiegend in sogenannten High-Beta-Stocks. Das sind Aktien, die so eine Art Turbo eingebaut haben, was die Earnings, was die Gewinne betrifft. Entweder die Gewinnsaison für den S&P 500 insgesamt ist gut, dann boomen diese High-Beta-Stocks, oder sie ist schlecht, dann laufen diese High-Beta-Stocks normalerweise besonders schlecht. Mit anderen Worten, man erwartet eine sehr, sehr gute Berichtssaison, die ja jetzt dann demnächst beginnen wird. Also man ist auf eine gute Gewinnsaison letztendlich hin positioniert. Wir sehen Investors Intelligence, das sind Börsenbriefe, das sind so verschiedene professionelle Magazine etc. Wie ist da die Stimmung? Da sind wir, was den 52-Wochen-Durchschnitt betrifft, auf dem höchsten Stand seit 1976. Damals gab es keine Korrektur. Diesmal, meine Damen und Herren, ist sicherlich alles anders. Es ist eben diesmal wirklich alles anders. Und das ist hier zu beachten. Anders ist auch jetzt die Situation beim Tagesgeld, um jetzt nochmal nach Deutschland rüber zu switchen. Hier sehen wir, wie mein Kollege Claudio Kummerfeld gestern gezeigt hat, das erste Mal, dass Tagesgeld nun auch offiziell durchschnittlich mit Negativzins versehen ist. Und zwar nicht viel, und zwar sprechen wir hier von dem Mai diesen Jahres, aber wir sehen diesen Abstieg. Die finanzielle Repression schlägt also zu, es wird immer krasser, es wird immer extremer, dementsprechend muss das Geld irgendwo hin. Wir sehen dann die Inflationierung der Assetpreise, wir sehen jetzt vielleicht die Inflationierung auch auf die Realwirtschaft übergreifen. Wir können ja von den Assetpreisen derzeit nicht mehr von realwirtschaftlichen Zusammenhang teilweise sprechen. Ja. Dementsprechend muss irgendwo hingegangen werden. Auch Tagesgeld geht nicht mehr, ohne dass man da Negativzinsen bezahlt. Viele Banken haben ja schon Negativzinsen erhoben. Ich werde Ihnen diesen Artikel mal verlinken unten unter das Video. Schauen Sie sich das mal an. Das ist wirklich eine absolut krasse Entwicklung, die da stattfindet. Und die diskutieren wir unter anderem am Donnerstag, meine Damen und Herren, morgen 18:30 Uhr in den neuen Format Boom und Bust. Das Inflationsgespenst ist zurück.
Das wird eine etwas tiefergehende Analyse dessen, in welcher Situation befinden sich die Märkte, wie schaut es aus mit der Inflation, historische Ableitungen, was ist zu erwarten, welche Strukturen sehen wir, was ist das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Darum wird es dann gehen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch. Bis dann. Servus, ciao.